Bevor ich mit meiner eigentlichen Rede beginne, möchte ich zwei Begriffe definieren mit der Hilfe von Wikipedia. Das Adjektiv entheogen, altgriechisch, in und theos, Gott, und genestai, bewirken, bezeichnet eine spirituelle Erfahrung, die als Alleinheit empfunden wird und häufig von Konsumenten psychotroper Drogen beschrieben wird. Die Bezeichnung Entheogene wurde 1970 bei einem informellen Komitee von dem amerikanischen Ethnomykologen R. Gordon Wasson, dem amerikanischen Ethnobotaniker Jonathan Ott und anderen eingeführt und ersetzt abwertende Bezeichnungen für spirituell nutzbare Substanzen mit halluzinogenen Wirkeigenschaften wie Cannabis, Psilocybin, LSD oder Dimethyltryptamine, DMT. Gemäß dieser Definition sind Entheogene weitgehend identisch mit den Psychedelika. Entheogene wirken psychotomimetisch durch die Beeinflussung verschiedener Neurotransmittersysteme. In einem allgemeineren Sinne werden als Entheogene solche Stoffe und Zubereitungen bezeichnet, die traditionell zu spirituellen und mystischen und religiösen Zwecken benutzt werden. Ihr diesbezüglicher Gebrauch kann bei den unter Einfluss stehenden Personen das Gefühl hervorrufen, mit einer Gottheit oder einer Wesenheit verbunden zu sein oder das ganze Universum zu erfassen und zu schauen. Dieser Zustand ist vergleichbar mit dem eines Schamanen, der glaubt, sich etwa durch die Wirkung eines Elixiers in die Lage versetzen zu können, mit den Geistern zu kommunizieren. Der zweite Begriff ist psychedelisch, zusammengesetzt aus altgriechisch Psyche, die Seele, und Delos, offenkundig, offenbar, bezeichnet einen durch den Konsum bestimmter Drogen, sogenannter Psychedelika, aber auch mittels geistiger und ritueller Praktiken, etwa Trance-Tanz oder Meditation, erreichbaren veränderten Bewusstseinszustand. Dieser zeichnet sich unter anderem durch eine Aufhebung der Grenzen zwischen dem Ich und der Außenwelt aus. Wodurch es zu spirituellen Erlebnissen und Erfahrungen von Alleinheit kommen kann. In diesem Zusammenhang spricht man oft auch von einer Bewusstseinserweiterung. Der Begriff ging 1956 auf einen Briefwechsel der Psychiater Humphrey Osmond mit dem Schriftsteller Aldous Huxley hervor. Ich möchte euch heute die stärkste Medizin des Amazonas und vielleicht sogar unseres Planeten näher bringen. Dem sogenannten Ayahuasca. Der aktive Bestandteil des Ayahuasca ist DMT. Zwei Pflanzen werden gemeinsam gekocht, wobei einer davon ein Mao-Hämmer ist und die andere Pflanze DMT enthält. Geburt und beim Tod vom Gehirn selbst produziert, aber auch während des REM-States, der Tiefschlafphase, produziert. Ayahuasca hat schon viele Menschen erfolgreich von psychischen Störungen oder körperlichen Krankheiten wie Krebs geheilt. Das Um und Auf bei der Heilung ist aber das Ritual, geleitet vom Schamanen. Das Ritual bzw. der Schamane kreiert ein Psychodrama, mit dem Körper, Geist und Seele von der Heilung überzeugt werden. Dazu kommt aber auch der Geist des Ayahuasca, der nicht nur in den Legenden der Stämme des Amazonas ein individuelles Bewusstsein hat, sondern mittlerweile auch in meiner persönlichen Realität. Wie bei den meisten entheogenen und psychedelischen Substanzen geht es darum, seine Angst zu konfrontieren und Bewusstsein, Natur, ja Gott selbst zu erfahren. Es ist eine Neugeburt, die auch oft mit psychischen und körperlichen Unbehagen einhergeht. Es ist eine Wahrheit, die nicht in Worte zu fassen ist. Für mich persönlich war die Ayahuasca-Erfahrung eine der ergreifendsten, authentischsten und heilenden Erfahrungen meines Lebens. Ich hab mich mit 8 Typen der Seele nicht nur beschäftigt, sondern während das Ayahuasca in mir war, sie auch voll und ganz gelebt, ausgedrückt, ja manifestiert. Diese Archetypen helfen uns, verschiedene Qualitäten der Emotion, der Psyche zu verstehen und zu transformieren. Symbolik spielt in diesem Ritual eine große Rolle. Für viele ist die Katharsis auch ein sehr physischer Prozess, wo erbrochen und geschissen wird. Der Schamane, der Geistheiler, schaltet sich ein, wenn das Individuum nicht mehr aus seiner eigenen Kraft vorankommt. Bei allen psychedelischen Erfahrungen geht es um die Quintessenz der Meditation. Bist du Herr über deinen Geist, über deine Gedanken oder bist du Sklave deiner Gedanken? In Indien sagt man, dass ein richtiger Yogi nicht von äußeren Einflüssen abhängig bzw. beeinflussbar ist.
Meine unzähligen psychedelischen Erfahrungen, vor allem mit LSD, aber auch mit der synthetischen Version von Dimethyltryptamine, DMT, haben mich auf diese Erfahrung hervorragend vorbereitet. LSD ist ein chemisch hergestelltes Derivat der Lysergsäure, die als Mutterkornalkaloid natürlich vorkommt. Ein Tropfen reicht schon aus, um einen auf eine 10-stündigen Reise in die Höhen, aber auch Antipoden seiner Seele zu katapultieren. Albert Hoffmann machte am 19. April 1943 den ersten Selbstversuch von LSD. Sein Ziel war eigentlich die Entwicklung eines Kreislaufstimulans. Er war die einzige Langzeitstudie, die wir haben. Er verstarb im Alter von 103 Jahren. Entwickelte sich von einem völlig rationalen Chemiker hin zu einem spirituellen Menschen. Ja, für viele war er und ist er ein spiritueller Führer. Kurz vor seinem Tod gab er eine Vorlesung in einer Schweizer Kirche. Er wusste, dass er sterben würde. LSD wird auch auf Partys genommen, vor allem auf den sogenannten Psychedelic Trance bzw. Goa-Partys. Eine Goa-Party versucht ein Setting zu kreieren, in dem sich das Individuum voll und ganz auf die entheogene Erfahrung konzentrieren kann und sich sicher fühlt. Die Trommel des Schamanen wird durch elektronische Musik ersetzt und zur visuellen Unterstützung bzw. zur Hilfe der Konzentration werden Visuals benutzt, welche an Meditationsmandalas erinnern. Viele Menschen werden durch die monotone Musik in einen Trance-Zustand gebracht und im besten Fall geschieht eine latente Ego-Auflösung. Das heißt, ein zum Beispiel Maximilian Eder, geboren am 9.12.85, existiert nicht mehr. Man identifiziert sich nur mehr mit dem Ganzen. Freiheit, Brüderlichkeit bzw. Schwesterlichkeit, Toleranz, Gemeinschaftsgefühl, gesunder Hedonismus und die entheogene Erfahrung sind die Werte, ja die Wurzeln dieses Movements, genannt Psychedelic Trance oder Goa. Eine nomadische globale Kommune, welche dem Individuum die Chance auf eine psychedelische Pilgerfahrt während des Sommers auf den Goa-Festivals bietet und Kommerz also Geld benutzt, welches aber zum größten Teil innerhalb der Gemeinschaft zirkuliert, kann ein Individuum transformieren und dient als Inspiration hin zu einer neuen Gesellschaft, welche ihre eigenen Rituale neu definiert. Leider ist das politische Bewusstsein dieser Szene, wie man hier sieht, nicht allzu groß. Viele der Anhänger dieses entheogenen Kults treffen sich während der Wintermonate in Indien, im Bundesstaat Goa, in Nepal, Thailand, Indonesien und Zentralamerika. Menschen, welche sich intensiv mit sogenannten psychedelischen Bewusstseinszuständen beschäftigen, nennt man Psychonauten. In unserer Gesellschaft wurden Schamanen durch Psychologen und Psychotherapeuten ersetzt und Entheogene durch Medikamente wie Psychopharmaka. Wo das hingeführt hat, sehen wir. Eine Gesellschaft, die unglücklich ist und seine wahre Essenz vergessen hat. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, sich wieder zu erinnern. In einer Zivilisation, welche sich so getrennt vom Ganzen fühlt. In einer Zivilisation, welche einen unsichtbaren Gott anbetet und gleichzeitig die Essenz von Gott, die Natur, zerstört, sind solche Erfahrungen mehr als essentiell. Ein Mensch, der sich als Teil des Ganzen realisiert, wird mehr Empathie, soziales Bewusstsein und Verständnis aufbringen. Ein Psychologe, welcher Bewusstseinszustände der Panik, der beklemmenden Angst bzw. des Wahnsinns mit Hilfe von psychotropischen Substanzen erlebt hat, wird sich besser in seine Patienten hineinfühlen können. Ich möchte hiermit auf den Psychotherapeuten Stanislav Grof hinweisen, welcher sich mit Stoffen wie MDMA oder LSD auseinandersetzt und arbeitet. Aber auch die Institution MAPS, M-A-P-S, welche klinische Studien zu diesem Thema liefert. Unser System, aber auch institutionelle Religion versklavt uns nicht nur physisch, sondern auch geistig. Ja, es verbietet uns sogar, in einem legalen Rahmen mit unserem Bewusstsein zu experimentieren. Positiv ist jedoch anzuerkennen, dass zumindest in Österreich Ayahuasca nicht unter dem Betäubungsmittelgesetz fällt. Ich möchte euch ermutigen, selbst über dieses Thema zu recherchieren, ja, euch eine eigene Meinung zu bilden. Und wenn ihr die Chance habt, bei einem Schamanen Ayahuasca zu nehmen, dann tut euch selbst einen Gefallen und tut das. Wir haben alle Angst. Wir sind alle krank. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind von unserer eigenen Psyche, von der Familienpsyche oder nationalen Psyche bzw. globalen Psyche abhängig, da wir Teil des Ganzen sind. Lasst uns versuchen, uns selbst, aber auch das ganze Bewusstsein zu heilen. Und in diesem Sinne möchte ich nur mehr sagen, just shut up and take it. Danke. Diese Geschichte mit den Entheogenen ist auch wieder sehr, sehr interessant.
Es ist einfach so, dass eigentlich erst seit ungefähr guten 2000 Jahren Entheogene in der Gesellschaft nicht mehr erlaubt sind. Früher war es einfach so, dass Schamanen immer mit Pflanzen in ein anderes Bewusstsein gegangen sind, um dann auch schon in der seelischen Welt Dinge, Fragen zu heilen, die sich dann in der physischen Welt nicht ausbilden mussten, die nicht passiert sind. Seitdem es den Eingottglauben gibt, sowohl im Judentum als auch im Christentum und als auch in der arabischen Welt, ist es einfach so, dass jetzt Kirchenstrukturen übernommen haben und es ja auch Schamanen in dem Sinn nicht mehr gibt. Das wäre eine lange Geschichte, die kann ich, wenn es euch interessiert, gerne einmal erzählen. Das ist sehr interessant. Jetzt langsam kommt es wieder so zu einem Revival von Entheogenen. Und da gibt es einen ganz guten Mann, das ist der Graham Hancock, den ich euch empfehlen kann. Da gibt es sehr interessante Reden, die er gehalten hat, die man über YouTube auch findet. Er hat auch gute Bücher geschrieben. Und wo es einfach darum geht, dass man wieder zu sich selber, zu seiner Seele findet und nicht nur immer im Mind, also im Rationalen bleibt. Und dadurch auch viele Heilungen erfahren kann. Also er zum Beispiel hat über 20 Jahre gekokst und ist zu keinem sehr schönen Menschen geworden und ist durch seine Ayahuasca-Erfahrungen dazugekommen, dass er von einem Tag auf den anderen aufgehört hat, das zu tun und absolut davon geheilt war. Und er hat noch viele andere Erfahrungen, aber bitte hört euch den Graham Hancock an, der ist wirklich interessant. Ich möchte nur etwas zu LSD sagen. Ich habe diesen LSD-Hype ganz genau mitverfolgen können. Und unter LSD-Einfluss hat zum Beispiel der Mason die Sharon Tate ermordet mit seiner Gruppe. Es sind regelmäßig Selbstmorde passiert, weil Leute geglaubt haben, sie fliegen und sind aus dem Fenster gesprungen. Es hat ganz schreckliche psychische Veränderungen gegeben mit LSD. Also ich möchte diesen LSD-Hype, also ich möchte nur warnen vor diesen Drogen. Ayahuasca ist ein schamanisches, psychedelisches Substanz und ist eigentlich den Schamanen vorbehalten, weil die sich in Anderswelten begegnen. Also ich möchte nur vorsichtig sagen, vorsichtig zu sein davon. Ja, also man muss sich natürlich über das Ganze informieren, aber es ist einfach so, dass die entheogenen Pflanzen in unseren Köpfen als ein No-No gelten und Alkohol zum Beispiel überhaupt kein Problem ist. Und da muss ich schon fragen, wie viele Menschen durch Alkohol ihr Leben zerstört haben und wie viele Menschen schon durch Alkohol gestorben sind. Also in Österreich. Das nur zur Überlegung. Und warum Alkohol erlaubt ist und andere Dinge nicht. Und da muss ich sagen, ich bin ein Typ, ich habe noch nie geraucht oder irgendwas getan, was entheogene Pflanzen betrifft. Aber rein nur von der Überlegung, was das eine tut und was das andere tut, müsste man mal hinterfragen.